Der Storch ließ sich übrigens auch anlässlich des Welttages des Buches am Donnerstag in der Hoyerswerder Stadtbibliothek blicken. Die Mitarbeiter hatten zahlreiche Aktivitäten rund um den Lausitzer Sommergast vorbereitet. Was frisst Meister Adebar und wie geschickt muss er sein, um mit seinem langen Schnabel überhaupt ans Futter zu kommen, war nur eine Station, die am Vormittag von 14 Schulklassen absolviert wurde. Geräuschvoll ging es im hinteren Bereich zu. Mit Musikinstrumenten wurden die typischen Geräusche nachgemacht. Und im Lesezelt gab es natürlich auch spannende Geschichten. Mitarbeiter des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft luden die Mädchen und Jungen zum Bau eines Storchennestes ein. Und am Ende gab es für die Steppkes natürlich auch etwas für zu Hause. Den Rotbeinigen konnten sie als selbstgemachte Puppe oder auch gefaltet aus Papier mitnehmen.